Hallo Leute, jetzt geht's nochmal um Supernatural. Ich weiß, ich bin sowas von überfällig. Es sind schon 3 Wochen her, dass Episode 7 rauskam und das habe ich nicht gemacht. Episode 8 letzte Woche auch nicht. Es tut mir total leid. Es passiert halt jedes Mal, dass ich Donnerstag keine Zeit habe. Am Freitag so lange verpenne, dass es mir zu spät wird. Oder in den letzten 2 Wochen kam halt was Cooleres zu Walking Dead. Und 2 Videos fällt mir sehr schwer an einem Tag. Trotzdem jetzt nochmal für euch kurz und knapp zu Episode 7. Wir haben die Geister gejagt, die sich dann über die Maske, also den einen Geist, der sich dann über die Masken, sag ich mal, verteilt hat und versucht hat, hier und da seine ehemaligen boshaften Typen, seine Mörder halt letztlich zur Strecke zu bringen. Und das fand ich jetzt mal wieder, war eine nette Abwechslung, endlich mal wieder so ganz normales Geister-Bashing. War wieder schön anzusehen, vor allem wie dann der ganz alte Sack und der kleine Junge unsere beiden Topmodels hier vermöbelt hat. Aber im Prinzip geht es mir immer weniger um diese Filler-Folgen, weil nach 11 Staffeln, sage ich mal, muss man darauf nicht mehr großartig eingehen, wenn nicht sowas Neues kommt. Und deswegen Geist AD, es geht vielmehr um die Story. Und ganz am Ende der 7. Episode, ich habe es mir eben nochmal gegönnt, konnten wir halt sehen, wie Sammy zu Dean gesagt hat, yo, in diesen Visionen, da sehe ich was Bestimmtes. Das muss sehr wahrscheinlich von Gott sein, weil ich sehe den Käfig. Dean mit Lucifer, ganz genau. So, alle haben es schon geahnt. Wir haben schon wild drauf los spekuliert und ich finde es total cool, dass man den wieder einbindet. Viele haben schon vor der Staffel eigentlich darauf gewettet. Man hat überlegt, so, boah, die Dunkelheit, gerade die Finsternis und was kann man dagegen machen? Kommt Gott ins Spiel? Die Frage ist nun wirklich, schafft er seinen Auftritt, sag ich mal, jetzt von CW, ob sie ihn einbinden werden? Oder tatsächlich alles nur über Lucifer und Michael, dass die beiden halt wieder ihre Auftritte haben. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Und Phoenix von Grand Lanty, wir hatten mir schon gesagt, dass Episode 8 jetzt hier der Hammer sein wird. Ich freue mich gerade total drauf. Ich habe es ja auch schon gestartet und das Video setzt hier gleich an, wenn ich mir diese Episode fertig angesehen habe. Was für eine Episode, ehrlich. Wow, also für euch muss es jetzt vielleicht voll komisch sein, weil ihr jetzt so diesen Zusammenschnitt von 2 Videos kriegt. Für mich war es jetzt so, okay, 45 Minuten lang schaue ich mir die ganze Folge an, plus den Trailer zur nächsten Episode, die jetzt schon am kommenden Donnerstag für uns zu sehen ist. Und ach du Scheiße, jetzt mal ehrlich, was ist da gerade passiert? Also zunächst mal diese Xanas, ja, wie geil ist das denn? Die imaginären Freunde werden plötzlich Realität. Und man versteht durchaus Sammys Reaktion. Ich meine, wer denkt denn rückblickend noch darüber nach, dass sein imaginärer Freund tatsächlich eine von diesen vielen tausenden Kreaturen sein könnte, die man so alltäglich bekämpft? Ich glaube, die schönsten Momente für mich in dieser Episode waren natürlich, dass Dean mal wieder die Gelegenheit hatte, einem Wesen einen Namen zu geben. In diesem Fall das Manocorn. Ja. Wie cool. Immer wieder lässt er sich irgendwas Geiles einfallen. Und die Frau meint nur so, ja, I guess. Wird schon stimmen. So nach dem Motto. Ich fand's cool. Einfach nur cool. Und die ganze Episode, die hatte mal richtig viel Witz einfach. Schon allein der Aufbau. Nacho, was war das? Nacho Marshmallows? Keine Ahnung mehr. Ganz am Anfang von der Episode gerade, was Sammys Leibgericht war als ein kleiner Junge. War auch schön zu sehen, dass man ihn wieder mit ein paar Rückblenden als kleinen Jungen sehen konnte. Dass die beiden Kids, die hier die beiden darstellen sollen, immer wieder mal ins Boot geholt werden. Aber jetzt können wir mal auf den eigentlichen, wirklich auf das, was so heftig wichtig ist. Jetzt scheiß auf die kleine Story. Die war wirklich cool. Die Folge hat mir jetzt richtig gut gefallen. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Will ich auch gar nicht. Ich will nämlich viel lieber auf das eigentliche Thema hier eingehen. Und das ist, das liegt jetzt wohl auf der Hand, der Käfig. Also die ganze Zeit habe ich es jedenfalls völlig falsch interpretiert. Vielleicht auch viele andere. Jedenfalls mal abgesehen von dem Trailer jetzt, nur von der Episode her, redet ja Sam die ganze Zeit davon, dass er vielleicht in den Käfig muss, eben als eine Art Bestrafung dafür, dass er die Finsternis freigelassen hat. Und das macht es jetzt gerade richtig spannend in meinen Augen, weil das ist natürlich, lässt Raum für Fehlinterpretationen. Und die Frage ist, wie wird das Ganze jetzt in der nächsten Episode, übrigens auch hier mit Season Finale, letzte Episode für dieses Jahr, was da jetzt passieren wird. Das ist ja richtig heftig, aber wenn man darüber nachdenkt, die erste Vision, die er hatte, war ja von ihm, wie er angekettet war, überall, auch die Augenlider aufgerissen, sonst wie. Das sah ja schon aus wie eine Art Bestrafung und dadurch verstehe ich jetzt endlich auch diesen Gedanken und auch dieses erste Bild. Das wollte nicht in meinen Kopf. Daher ist es nur verständlich, dass er jetzt denkt, Gott würde wollen, dass er sich verdammt nochmal in diesen Käfig verziehen soll, als eine Art Bestrafung. Ich hätte jetzt vorher noch angenommen, okay, klar, wenn er sich dann verzieht, wird dann Gott sich zeigen, um endlich zu helfen. Wäre meine erste Art der Interpretation gewesen und ich finde natürlich immer noch stark, dass Dean so vehement dagegen ist und es ist selbstverständlich, dass er sich davon nicht überzeugen lässt, dass Sams Idee auch ansatzweise irgendwie gut wäre und man dieser nachkommen sollte. Doch wie der Trailer zur 9. Episode uns zeigt, ja, und hier eine ganz dicke Spoilerwarnung an die, die ihn noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch an, ihr seht hier nur dieses Bild und ja, wir kriegen Lucifer zu sehen. Oh mein Gott, wie geil wird das denn? Ich freue mich schon die ganze Zeit gerade. Die ganze Episode war lustig, dieser Trailer trumpft nochmal alles. Wir sehen Mara wieder, wir sehen Crowley wieder.
dann natürlich die beiden Jungs, die dort jetzt hingehen werden und dann scheinbar irgendwie mit ihm, zu ihm kommunizieren werden. Ich finde das gerade so heftig und er sagt, I'm your only hope, ich bin eure einzige Hoffnung. Das wird's. Das heißt natürlich, jetzt wird dann der Rest der Staffel versucht, Lucifer wieder zu befreien, nachdem man damals alles getan hat, um das zu verhindern und indirekt dafür gesorgt hat, dass er befreit wurde, versucht man das diesmal ganz gezielt. Jetzt muss ich natürlich mich nur fragen, wie soll denen das gelingen? Muss man wieder die Siegel brechen und so weiter? Wie wird es ihnen diesmal gelingen? Oder hat Crowley tatsächlich eventuell doch die Macht, Lucifer da rauszuholen? Wer weiß das schon? Ich jedenfalls nicht. Ich freue mich einfach auf die nächste Episode. Mir hat sie jetzt unheimlich gut gefallen und ja, auch wenn ich das beim letzten Video schon gesagt habe zu Episode 4, 5, 6, da wollte ich schon wöchentlich machen, ich habe es nicht geschafft. Diesen Donnerstag sollte definitiv ein Video von mir kommen. Ich meine, es ist Mid-Season-Finale und es wird so eine geile Episode. Ich sehe es schon vor mir. Dann gehe ich auch wieder ein bisschen besser drauf ein. Heute ist alles ein bisschen hektisch, von daher tut es mir leid. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann am Donnerstag aller spätestens. Macht's gut. Bis dann.